Ja, schön, dass du wieder da bist zu Teil 2 zu Ritualen und Zeremonien. Und da wollen wir jetzt mal auch in die Praxis gehen. Und herzlich willkommen erstmal, dass du wieder da bist. Mhm. Pascal, danke, dass du aus Mexiko zu uns gekommen bist. Und genau darum wollen wir jetzt am Anfang oder damit wollen wir einsteigen. Du hast uns was mitgebracht, eine Geschichte aus Mexiko. Danke, Andreas. Ja, damit möchte ich gerne eine Einführung machen, um in die Praxis der Rituale zu kommen. Wie kannst du Rituale kreieren im Leben und sie anwenden? Und das ist so eine schöne Geschichte. Komm mit mir. Wir reisen nach Palenque im Süden von Mexiko. Das ist so für mich der Herztempel der Maya. Ja, du kannst sogar die Augen schließen, wenn du magst. Und da hab ich eine Geschichte angefangen. Nein, eine Reise. Ja, eine Reise. Eine ziemlich wahnsinnige Reise, weil ich wollte einem alten Leben nachreisen. Mach das auch. Das macht Spaß. Und ja, dann wusste ich schon, es geht nach Süden. Ich bin dann über den Usumacinta-Fluss mit dem Boot. Da habe ich schon einige Dinge erlebt in diesen Pyramiden dort, die habe ich hinter mir gelassen. Dann kommst du nach Flores in Guatemala und so habe ich mich führen lassen. Und plötzlich war ich in einem Tal, das hieß Semuc. Und so heißt ja auch mein Naturheilpark, mein Heilzentrum in den Bergen. Ja, das hat eben eine versteckte Geschichte, die erzähle ich normalerweise nicht. Ja, und da waren wir auf dem Weg dorthin in so einem Rumpelbus, der überall wieder hält. Und ich weiß nicht, es war wirklich ein göttlicher Zufall. Die Menschen sprechen dort dieses Kekchi-Maya. Es gibt da verschiedene Maya-Sprachen. Es gibt ganz viele indigene Sprachen. Das ist eine Welt für sich. Das ist ein großer Schatz, der diese indigenen Menschen dort haben. Und dann weiß ich, glaube ich, noch, dass hinter uns, ich war mit meiner lieben Victorina unterwegs, hinter uns saß, glaube ich, ein Mann. Und die sprechen dann auch Spanisch, die sprechen zwei Sprachen. Und dann, glaube ich, kam kam noch ein Mann dazu. Und dann haben sie so beide Sprachen gesprochen und irgendwie, ich verstand einfach, dass der eine dem anderen sagte, dann auf Spanisch auch eben, wie geht es deinem Herzen? Andreas, wie geht es deinem Herzen? Ich verstand, dass das der Morgengruß ist, anstatt zu sagen, Morgen oder na, wie geht's? Sag das dir mal. Oder deinen Liebsten, die gerade bei dir sind. Wie geht es deinem Herzen? Als Morgengruß. Wie geht's deinem Herzen? Wie geht's deinem Herzen? Ich habe geweint. Das war wie eine Erinnerung, wie ein Download. Ich habe geweint, das war so schön. Und eben halb Spanisch, halb Kekchi-Maya haben die gesprochen. Da fühlte ich mich so zu Hause, fühlte mich bestätigt auf meiner Reise, alte Leben zu erforschen. Mach das. Naja, und ja, das hat mir dann viel bestätigt. In der Wissenschaft sagt man ja, dass das Herz eben, das Herz, magnetische Elektrofeld des Herzens viele Meter gemessen werden kann. Ja. Immer mal wieder auch erinnern, dass das Ganze nicht etwas Abgefahrenes ist. Und der Maya nimmt auch den Menschen so wahr. Das hat mir auch der Abuelo Marzo in Ocosingo, Chiapas, gesagt. Mich erinnert, dass ein Maya-Mensch ist ein Herzmensch. Und dann nimmt man nicht nur das Herz wahr, sondern den ganzen Menschen, der das eben aussendet. Ja? Du als Sonne. Also ist das auch wissenschaftlich, dieser Gruß. Ja, wie geht es eigentlich dir und deinem ganzen Strahlen und deinem Herzen? Und jetzt überleg mal den Unterschied von so einem Gruß, wenn ich jetzt einfach so mache. Hallo, wie geht's? Ja. Gut, welcher Partei gehören Sie an? Ja, im kosmischen Theater wird immer gelacht. Die Meister, die lachen sich immer einen kaputt, was wir da machen. Ja, definitiv. Die lachen sich tot, weil sie dann wieder neu geboren werden, wie du. Ja. Bring Gott zum Lachen. Wie bringst du Gott zum Lachen? Erzähl ihm von deinen Plänen. Nichts anderes. Seelengeschichte, Seelenplan. Ja, der geht immer weiter und wir...
Manchmal hört dann das Lachen auf. Also bringen wir dieses Lachen, diese Liebe jetzt hinein in tote Rituale wie das Grüßen. Ja? Wir haben in einer anderen Sendung haben wir gesprochen, ein bisschen über den Hintergrund, weil ich das so wichtig finde, dass wir eben erinnern, dass hinter den Ritualen sind Geschichten, Mythen, ja, Götter, Archetypen, Helden, die das bevölkern. Und ich habe dir, weißt du noch, habe dir näher gebracht, wie du neue Geschichten erfindest. Jetzt erfinde eine neue Geschichte, wie du die Menschen grüßen willst. Du kannst auch so grüßen und dir bewusst sein, dass du viele Akupunkturpunkte hast in der Hand. Und das fühlt sich dann schon ganz anders an. Und dann fließt es auch von Herz zu Herz. Wunderschön, Andreas. In La Cache, haben wir gesagt. Ich erkenne mich in dir. Jetzt gehen wir mal zu anderen, also alltäglichen Ritualen. Was kommt dir da in den Sinn? Ich will Zähne putzen. Ich habe gerade eine leichte Zahnentzündung. Und wirklich, es ist wie ein Wunder. Ich hatte so Schmerzen. Ich habe gedacht, in Mexiko, das reicht, das geht noch. Und als ich herkam, hat es dann geschmerzt in der Schweiz. Und ich habe mit meinem Zahn gesprochen. Manchmal bringt dich das Leben in eine Situation, wo du deine Geschichte neu erzählen musst, deine Beziehung zu etwas ändern. Und mein Zahn, auch, ich pflege ihn auch, putze ihn immer wieder, tu Wasserstoffperoxid, wie heißt das? Peroxid ein bisschen drauf, meine Pflänzchen drauf und so. Wie wäre das, wenn du jedes Mal, wenn du die Zähne putzt, dachte ich mir, den Zähnen dankst, ja? Und dir vorstellst, wie der Zahn gesund ist. Ja, gestern im Workshop oder vorgestern hatten wir das Thema auch, dann sagte einer, Schuhe binden, typisch, ja? Denk mal an die Zeit, wo du deine Sandalen selbst gemacht hast oder dein Onkel, jemand aus dem Clan und wo du sagtest, nein, ich will keine Sandalen anziehen, ich gehe lieber barfuß, als die Sandalen erst gerade Mode wurden. In Mexiko ist noch el pie descalzo, das heißt der entschuhte Fuß oder wie heißt das, der Barfuß ist etwas Heiliges. Ein Mensch, der barfuß geht, ist etwas Algo sagrado, sagen wir, etwas Heiliges, ja. Was kommen dir vielleicht für so? Wir haben doch gerade so ein schönes Ritual selber gemacht. Guck mal, wenn wir so einen Film beginnen, müssen wir am Anfang ja still sein, damit ich einblenden kann. So, am Ende müssen wir auch still sein, damit ich den Abspann einblenden und uns ausblenden kann. Das ist im Grunde so ein kleines filmisches Ritual. Genau. Und es ist dann auch Ritual, wenn es sich wiederholt. Das ist so ein Merkmal. Ja. Genau. Da könnt ihr auch schauen, die das Video jetzt sieht oder du, was machst du jeden Tag? Und dann sagst du, oh mein, oder orale, sagte ein Meister, 120 Jahre alt, der große Schamane der Serie, der mein Leben auch verändert hat. Orale, so wie ein Kind, beobachten und sagen, oh, das mache ich jetzt mal anders. Da gebe ich jetzt wieder diese spielerische neue Energie hinein, Liebe, Licht. Und es wird dann zu etwas Heiligem. Heilen, heilig, wissen wir, das hat die gleiche Wurzel, ja. Also, alles war doch einmal heilig. Und wir in dieser Gesellschaft haben uns so daran gewöhnt, dass alles irgendwie entheiligt ist, ja. Die Leute gehen an der Kirche vorbei, ich bin jetzt nicht katholisch erzogen, kenne viele Katholiken halt in Mexiko, da gehst du an der Kirche vorbei und machst so. Aber da ist doch kein Gefühl mehr drin, das ist doch leer. Oder wenn irgendwas gesagt wird, das wird ganz schnell gemacht, mehr aus schlechtem Gewissen heraus. Das weiß dann jeder. Das weißt nur du, das ist der Witz. Du, nur du kannst du dich erforschen. Wir geben dir hier diese neue Ideen, einen neuen Beobachter. Und wenn wir können auch raus jetzt gehen aus dem Alltäglichen, also oder vielleicht noch beim Alltäglichen, ja, diese Umarmung, einfach wieder mal deinen Lebenspartner mal so umarmen und ihm einen Schmutz geben, dass er sagt, hey, was ist denn mit dir los? Und er wird so aufblühen und aufgehen. Einen Schmutz? Einen Schmutz, sagt man das nicht? Schmatzer meinst du? Einen Schmatzer. Schmatzer ist Essen. Ach so. Nein, die Schweizer reden anders. Ja, das stimmt wohl. Einen Kuss. Du meinst einen Kuss mit dem Schmutz? Einen Schmutz. Einen Kuss geben auf die Wange, eine Umarmung, ja. Und auch wenn du vielleicht einen Altar hast, dann geh mal ins
ins sogenannte Heilige hinein. Viele haben ja heute schon ein Altar, eine Kerze in der Ecke stehen. Auch da kann vielleicht nichts passieren. Oder du fragst dich, was mache ich denn in meinem Altar? Ja, du füllst ihn eben an. Mit deiner Liebe, mit deinem Hingehen und vielleicht jeden Tag das Vaterunser beten. Was für dich passt, das ist es. Und dann können wir rausgehen. Auch aus dem Rausgehen in den Garten und ein Ritual machen für die Pflanzen, danken für die Ernte. Haben wir jetzt gerade gemacht am 21. September, haben wir einen Füllekorb gemacht. Wunderschön. Im Internet ist ja alles da, aber fülle es du. Es geht nur um deine Erfahrung. Ich gehe immer wieder darauf zurück. Du bist ein Lichtwesen. Und deine Erfahrungen bringen dich weiter. Du kannst abkürzen heute, wie es, glaube ich, zuvor nicht möglich war in diesen letzten Generationen. Abkürzen zurück ins Licht. Das Zurück, das kein Zurück ist, sondern es ist ein Weiter. Deswegen kannst du dich auch verjüngen, weil sich die Zeitlinien schneiden. Auch das, ein Ritual für deine Schönheit, für deine Jungheit, für deine Gesundheit. Was sagst du jeden Morgen, wenn du in den Spiegel guckst? Oh, mir gefällt es nicht, ich sehe mich nicht gern im Spiegel, sagen dann die Leute. Echt? Sagen die das immer noch? Gewisse Leute dann, ja. Wenn ich in den Spiegel gucke, und zwar in jeden, denn du hast gesehen, ich habe einige hier hängen immer so, dann zwinkere ich mir immer zu. Okay. Oder ich lächle mich an. Das ist dein Ritual, okay. Na, Süßer? Mhm. Oder, also immer wieder, immer lächle ich mich an. All das, was sich wiederholt. Ja. Ja, und bevor wir jetzt zum, vielleicht können wir dann abschließen mit einem Tagesablauf, öffnen wir noch ein bisschen und gehen in das Heilige hinein, also das, was für uns so zivilisierte Stadtmenschen schon ein bisschen manchmal komisch ist oder für viele noch. Vom Garten gehen wir zur Erde hin, also mal die Mutter Erde berühren, mal sich schmutzig machen, ja. Vielleicht auch im Garten einen Altar haben oder wenn du keinen Garten hast, auf dem Dach. Die Sonne begrüßen. Das sind diese Rituale, die ich auch immer mache in meinen Workshops. Oder mit Hunab Ku verbinden, mit der Galaxie, da waren wir in einem anderen Video. Und das bringt Leben hinein in diese Beziehungen. Und das ändert dich. Und das ändert dein Heim, die Energie zu Hause, die Beziehung mit deinen Kindern. All das sagen mir die Menschen, die das auch machen. Und jetzt könnten wir uns noch überlegen, jetzt wieder ganz irdisch zurück in einen Tagesablauf gehen. Was meinst du? Ja, definitiv. Ich habe morgens auch meine Rituale. Morgens, beginnen wir da. Ja. Was machst du am Morgen? Als erstes verbinde ich mich mit meiner geistigen Führung. Mhm. Ich danke schon mal für diesen Tag. Mhm. Dass es ein liebevoller und erfolgreicher Tag zum höchsten Wohle aller wird. Und dabei denke ich oft an das, was kommt, wie zum Beispiel heute, dass Pascal zu mir kommt, dass wir schöne Videos machen können. Und das ist so das Erste. Gut, dann das normale Aufstehen, Waschen, Duschen. Genau. Und dann habe ich auch so morgens so verschiedene andere Rituale. Bis zum Frühstück sogar. Auch das ist fast schon ein Ritual, mein Frühstück. Genau. Und das Wichtige ist, wie du es tust, ja. Ich beginne jetzt mal. Du wachst auf und anstatt, das ist so wichtig, dieser Moment, weil da kann die alte Platte kommen mit Dingen aus der Vergangenheit, das alte Disk, ja, die alte Festplatte, die blabbert dann wieder, oh, was muss ich jetzt machen heute? Und es hat keine Windeln und Cornflakes und Kinder vielleicht. Aber versuche, mit ein bisschen Übung kommt es dann von allein. Versuche, dass der erste Gedanke ist, Danke für das Leben und verbinde dich mit dem hohen Lichtreich. Ja, verbinde dich mit Gott. Das, was wir jetzt auch in den Sendungen, die ich machen durfte mit dir, Andreas, immer vorn anstelle. Ja, verbinde dich direkt mit Gott. Nenn es Heiland. Sage das Gebet von, wie heißt er, der Niklaus von der Flühe kommen jetzt gerade, der Schweizer. Wunderschön. Sag ein Vater unser. Ich kann es auch nachher noch sagen, das von Niklaus von der Flühe als Abschluss wäre noch schön. Und dann sagst du für ein Gebet,
dann stehst du auf. Aber das Wichtige, das weißt wieder nur du. Wenn nur du belügst dich selber und dann wird vielleicht das Morgengebet wieder zur Routine und zum Runterleiern. Ne? Das passiert schnell. Da musst du wieder bei dir schauen. Warum bin ich da nicht im Herzen? Warum wache ich auf mit einer Angst am Morgen? Und so füllst du diese Dinge, die du immer tust am Morgen, mit Leben. Ja? Denk daran, es hat kollektive Kraft, haben wir im anderen Video gesagt. Erzähl dir diese Geschichte, wenn du die Zähne putzt, wenn du duschst. Ich habe das Glück, dass ich endlich viele Dinge leben darf dort in den Bergen, die ich mir immer erwünscht habe. Ich wollte immer in der Natur leben. Ich dusche mich mit Quellwasser. Ich bedanke mich in der Dusche. Wenn ich kann, dann springe ich in die Quelle. Und dann das Frühstück, ja, danken, was du da vor dir hast. Und das macht so Spaß, wenn du diesen Kern einfach findest und dann eben daraus deine Morgenrituale machst. Viele Menschen sagen, ja, ich weiß doch nicht, wie ich ein Ritual machen soll, muss ich doch ein Ritualbuch haben? Nein, wir sind alle Schöpferwesen. Ja, du bist in diesem Schöpferbewusstsein, wie wir immer sagen. Bring es herunter und lebe es. Einfach machen. Machen, ausprobieren, spielen, haben meine Meister immer gesagt. Ganz genau. Spielen. Ja. Wie Kinder. Planen auch vielleicht. Andreas hat auch gesagt, er macht Videos, er wusste, das ist für dich auch ein Job. Du liebst es, aber es braucht auch seine Planung. Also das darf auch hineingehen, nicht dann switchen und sagen, ja, jetzt muss ich zur Arbeit. Nein, du bist hier, um zu tun, was du liebst. Deswegen sage ich nicht mehr Arbeit, sondern ich wirke. Du wirkst. Das ist mein Wirken hier. Genau. Das englische Wort ist da auch viel besser. Da heißt es nämlich work. Work, wirken. Das kommt vom gleichen? Ja, klar. Vom gleichen Stamm? Ja, klar. Wusste ich nicht. Und deswegen, bei den Engländern ist das besser bezeichnet. Und deswegen ist es so, dass ich das im Deutschen jetzt auch nutze und immer schreibe, mein Wirken oder unser Zusammenwirken. Wirken und wirken. Arbeiten ist das, wo ich nicht so gerne hingehe. Genau. Ne? Ja. Aber ich wirke hier. Genau, du wirkst, so. Wir wirken hier. Und es wäre schön, wenn du jetzt auch wirken würdest mit deinem Herzensthema, mit deinem, was du von Herzen gerne tust. Und was du jetzt machst, ist eigentlich, wenn du auf die Worte schaust, dann bist du ein moderner Mystiker, dann wählst du auch deine Geschichte aus oder du erzählst sie anders, ja? Das ist die Brücke zum anderen Video, wo wir über die Hintergründe sprechen. Also du kannst über diese neuen Rituale in deinem Leben, denen du Leben einimpfst wieder, Liebe einimpfst, Licht einimpfst, kannst du dein Leben heilen und heiligen. Du erzählst neue Geschichten mit neuen Göttern, neuen Helden und das ist wunderbar. Und denk daran, es ist kollektiv, wenn du es tust, dann tun es mehr und mehr und mehr und das nährt uns alle. Ja, wunderbares Schlusswort. Danke, Pascal. Wollte ich nicht das Gebet erzählen vom... Du lass mich doch ausreden. Als Abschluss? Oh. Mach das. Du wusstest es schon. Alles gut. Wir arbeiten zusammen. Wir wirken zusammen. Das hätte ich beinahe gesagt. Wir wirken zusammen. Ich übe auch noch, ihr seht. Wir wirken zusammen und ich wollte dich jetzt bitten, oder ich möchte dich bitten, ich bitte dich, dieses Gebet jetzt zum Abschluss von Niklas aus der Schweiz. Von der Flüe. Ich war da erst vor ein paar Jahren... uns dann teilhaben zu lassen. Danke dir. Weißt du, was so schön ist bei dem, was mich immer fasziniert? Ich sehe mich so als Brückenbauer zwischen dieser Alltagswelt, sage ich mal, und dem Heiligen, den hohen Dimensionen. Das hat mich auch selber geerdet und mich überhaupt gelernt, hier zu leben, hier zu genießen. Und Niklaus von der Flüe, der war ja ein Politiker. Und dann sah er aus den Mündern der Menschen so Feuerflammen rauskommen. Und er hat das verstanden als Lügen. Ach. Ui, da gehen wir in was Tiefes rein. Da kamen aber viele Feuerflammen ihm entgegen, oder? Schau mal die Welt da draußen an. Und dann wuchs das in ihm, dass er sich zurückziehen will aus dieser Gesellschaft. Und er wurde dann, um es kurz zu machen, ich glaube zu einem der ersten oder überlieferten Lichternährer dieser Zeit. Das war im Mittelalter.
Und er hat dann später sogar, er lebte dann in seiner Eremitenklaus, er hat nichts gegessen, die haben ihn dann getestet sogar. Ziemlich fies, die haben ihm dann Essen gegeben und geschaut, was er macht. Er hat dann übergeben, dann haben sie gesagt, nein, der erträgt ja das wirklich nicht mehr. Der wurde so getestet und der hat dann später auch die Eidgenossen bewahrt vor Kriegen, weil sie haben noch auf ihn gehört. Der Bruder Klaus, zurückgegangen zu dem Bruder Klaus und ihn gefragt, den heiligen Eremiten, und haben das dann einfließen lassen in politische Entscheide. Und die haben sich dann so berührt gefühlt, haben gesagt, nein, wir dürfen uns jetzt nicht mehr verhauen, die Eidgenossen unter uns. Ist einfach eine schöne Geschichte, das Heilige ins Leben zu bringen. Mein Herr, mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr, mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr, mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Ja, ich danke dir, lieber Pascal. Ich danke dir, dass du jetzt bei uns warst. Und auch zum Abschluss dieses Videos wünschen wir dir von hier aus wieder alles Liebe.